alle diejenigen, die jünger sind, die waren noch niemals alt. Aber alle die, die alt sind, die waren irgendwann auch mal jünger. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, ein Vorteil, den man durch nichts ausgleichen kann. Die Gesellschaft wäre schlecht beraten, wenn sie dieses Potenzial nicht noch mehr nutzen würde, wie sie es jetzt schon tut. Meine Dienstleistung umfasst Existenzgründungsberatung, das heißt also die Leute von der Idee bis hin übers Konzept, über Liquiditätspläne, Ertragsvorschauen, Bankgespräche in die Selbstständigkeit zu bringen. Dann natürlich auch Existenzsicherung, Existenzfestigung, das heißt also die Phase nach der Existenzgründung, bis hin zum Krisenmanagement. Das heißt, es gibt eben auch Unternehmen, denen das Wasser bis zum Hals steht. Und da sind immer meine Standardfragen, wie ist die Auftragslage, haben Sie Außenstände, haben Sie von jemandem noch Geld zu kriegen? Und wenn das alles verneint wird, dann weiß ich, dann stimmt irgendetwas mit der Kalkulation bzw. mit dem Stundenverrechnungssatz nicht. Ja? Hallo, Herr Wittmann. Hallo, Frau Dupont-Lauter. Ich bin Präventologin. Ich bin kurz davor, mich selbstständig jetzt zu machen. Und ich werde ab Mitte September ein Gesundheitsunternehmen sozusagen anbieten, in dem ich insbesondere für die Betriebe Gesundheitsworkshops, Seminare und Vorträge halten werde. Herr Wimmern brauche ich insbesondere bei der Unterstützung für die Finanzen. Ich kann andere Dinge sehr gut, aber dafür brauche ich wirklich einen Berater und da denke ich, Herr Wimmern kann sehr gut unterstützen. Für mich ist ganz wichtig, dass ein Kunde sein Konzept verstanden hat, dass er damit arbeiten kann. Also ein Konzept, das nagelneu aussieht, aus dem Ordner geholt wird, das ist kein vernünftiges Unternehmenskonzept, das muss bildlich gesprochen Kaffeeflecken und Eselsohren haben, dann zeigt das deutlich, dass damit auch gearbeitet wird, weil nichts ist wichtiger in der Anfangsphase als ein ständiger Soll-Ist-Vergleich. Das heißt, wo stehe ich, was habe ich mir vorgenommen, was habe ich tatsächlich erreicht, liege ich hinter meinen Zahlen, die ich mir überlegt habe und die ich erreichen wollte und wenn ja, warum? Und was kann ich tun, um das zu ändern? Ja, der Herbst 2008 war für mich ein ganz entscheidendes und einschneidendes Erlebnis, weil ich da die Diagnose Darmkrebs bekommen habe. Es war insofern einschneidend, als man das erste Mal so richtig daran gedacht hat, dass alles auch mal zu Ende gehen könnte. Und zum anderen hat man auch mal sein eigenes Leben so ein bisschen reflektiert und sich überlegt, was hast du bisher auf die Reihe gebracht, wie hast du dein Leben gestaltet und vor allem, was willst du mit dem Rest noch anfangen? Die Gedanken, die als erstes kamen, als mein Mann erkrankte, war, dass es uns wieder getroffen hatte, weil mein Sohn ein Jahr vorher auch an Krebs erkrankt war. Dem es aber allerdings jetzt auch wieder gut geht. Von daher war das ein Erschöpfungszustand, der auf einmal wieder auftrat, gegen den man sehr, sehr kämpfen musste. Und das haben wir nicht zugelassen, dass uns das fertig macht. Und deswegen sind wir eigentlich auch gut aus der Sache wieder rausgekommen. Mein Mann hat sich dadurch verändert, als er wieder gesund war, dass er eine andere Sichtweise des Lebens hat. Ne, er ist also nicht mehr so auf weite Sicht hin in der Planung, sondern er plant Step by Step, wie es heißt so schön. Ne? Also ein Jahr oder zwei Jahre, ne? Aber gemäßigt. Die zweite Phase meiner Krankheit war gesundheitlich wieder okay und da habe ich all die Dinge gemacht, die ich eigentlich machen wollte, wie Segeln und Golf spielen und habe dann so nach 8, 9 Wochen festgestellt, das kann es eigentlich nicht gewesen sein. Und dieser latente Wunsch, sich selber nochmal zu beweisen, nochmal ganz von vorne anfangen zu dürfen, wie ich das schon öfters im Leben gemacht habe, den habe ich mir dann einfach verwirklicht.
Als mein Mann das erste Mal mit so einem Gedanken ankam, also dort sich selbstständig zu machen, fand ich sofort super. Das war also eine gute Sache für ihn, habe ich mir gedacht. Also dann ist er in Action, dann kann er seine Gedanken, die er hat, die kann er also an andere weitergeben. Er ist, wie man im Schwäbischen so sagt, aufgeräumt. Ne, er steht also nicht irgendwo in der Küche rum, wenn er in Rente ist und räumt mir meine Küche um, weil er sich langweilt, sondern er kann raus in die freie Wildbahn und sich behaupten. Die Hauptunterstützerin war meine Frau, die das von vornherein befürwortet hat und die Idee gut fand. Und natürlich auch mein guter Freund Hans-Friedel Reike, alter Segelkamerad. Das Thema haben wir an vielen Abenden an Bord, wenn wir unterwegs waren mit dem Schiff, von vorne bis hinten und wieder zurück erörtert. Als ich zum ersten Mal hörte, habe ich sicherlich gedacht, oh, noch ein Unternehmensberater mehr in Deutschland. Und ich habe es am Anfang sicherlich nicht so ernst genommen. Aber wenn man sich dann häufiger trifft und es kommt immer wieder dieses Thema auf den Tisch und er fragt auch immer wieder nach und da merkte ich schon, er meint es ernst. Und dann war ich mir auch ziemlich schnell sicher, das wird was mit ihm. Ich meine, er hat ja die entsprechende berufliche Vorbildung auch. Und ich merkte, er blieb dran an diesem Thema. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass er etwas unbedingt will. Und das hat er ja auch gemacht letztendlich. Der Herr Hilmers war, glaube ich, sein erster Kunde, so wie ich das mitgekriegt habe. Und gerade in diesem Projekt hat er sich also unheimlich engagiert, weil es war sein erstes Projekt und er wollte natürlich auch zeigen und beweisen auch, dass er das sehr gut hinkriegt. Und dementsprechend hat er unheimlich viel Zeit investiert in dieses Projekt und zu der Zeit waren wir gerade auf Turn. Und Sie glauben es nicht, aber Herr Hilmers, der hat bestimmt 4-5 Mal am Tag angerufen und ebenso hat Hans ihn dann wiederum angerufen und das Ganze spielte sich hier an Bord ab. Das heißt, er saß dann unten mit seinem Computer, hat immer wieder neue Rechnungen aufgestellt. Es wurde also hin und her telefoniert, ja, bis in die späten Abendstunden hinein. Wir haben so gesagt Tag und Nacht zusammengearbeitet, das, was ich jetzt hier habe, darstellen zu können. Er hat mir dann sehr viel dabei geholfen. Er hat gesagt, Hauptsache klappt das bei Ihnen und das, dann freuen wir uns beide. Ne? Und das war auch für mich dann so gesagt, er war für mich wie ein Vater, Bruder und er war für mich dann alles und dabei. Er ist wirklich mit Herz dabei. Der ist wirklich, also er arbeitet nicht so, um gearbeitet zu haben, sondern er ist wirklich mit Herz dabei bei der Sache. Arbeit als solche, das ist eine Frage der Definition. Wenn ich für meine Mandanten da bin und merke, ich konnte ihnen helfen, gestern Abend beispielsweise kam ein Anruf, weil jemand von der Bank ein Stoßformular bekommen hat, plus der Zusage, dass er das Geld bekommt, aber er kommt mit den Formularen nicht zurecht und ist also völlig aufgeregt und völlig aufgelöst und ich kann ihn beruhigen und sagen, wir treffen uns morgen Abend um 6 und dann, auch wenn Sonntag ist, dann werden wir das Problem lösen und er legt glücklich und zufrieden auf. Das war für mich keine Arbeit. Ich empfinde das nicht als Arbeit. Arbeit ist für mich, wenn meine Frau sagt, ich soll jetzt Rasen mähen oder wenn ich früher als Angestellter Aufgaben bekommen habe, die ich nicht so gerne mache. Ja, dann ist das für mich Arbeit. Das ist mir lästig. Aber das, was ich jetzt mache, das ist für mich das pure Vergnügen. Das macht so einen Spaß, das kann man sich nicht vorstellen. Ich bin frei. Das erste Mal in meinem Leben bin ich richtig frei. Dass das Erfahrungspotenzial, das ältere Leute haben,
Das ist, kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Nur leider Gottes ist es eben so, dass viele zu wenig Leute die Möglichkeit bekommen, ihr Potenzial, ihre Erfahrung weiterzugeben. Und ich sage mir, ein Tick dafür wäre, sich selbstständig zu machen. Wenn Sie in der Zeitung lesen, es gibt ja bald kaum noch Rentner, die von ihrer Rente alleine leben können. Das ist eine Art Grundversorgung, aber im Prinzip viel mehr ist es nicht. Und dann suchen die 400-Euro-Jobs oder schieben Wägelchen bei Famila oder sonst irgendwo Einkaufswegen zusammen oder machen was, Apothekenfahrer oder wie auch immer. Und ich glaube, dass viele das Potenzial hätten, mit einer selbstständigen Tätigkeit in ihrem Erfahrungsbereich Wissen, Know-how und Können weiterzugeben. Also ich finde es schon sehr wichtig für die Gesellschaft, dass also das Wissen, was mein Mann hat, dass das also nicht irgendwo verloren geht, dass das also weitergegeben wird, dass er mit diesem Wissen Menschen in die Selbstständigkeit helfen kann. Ich meine, bei mir ist es ja so, in 2 Jahren steht für mich dieser Schritt auch an, dass ich dann mein berufliches Ende finde. Und man macht sich schon Gedanken darüber, was machst du eigentlich dann? Und dann schaut man schon mal auf Hans auf und schaut sich das an, was er da macht und wie er arbeitet. Also ich habe mir schon öfters die Frage gestellt, wie lange ich sowas, wenn überhaupt, noch machen möchte. Aber die Frage hat für mich eigentlich eine sehr untergeordnete Bedeutung, weil ich stehe am Anfang. Da will ich noch nicht ans Ende denken. Ich habe ja erst gerade losgelegt und bin noch mitten in der Entwicklungsphase, habe meine Umsatzziele jetzt 3-mal nach oben korrigiert und denke, da ist noch wesentlich mehr drin. Dann habe ich einen großen Traum, dass mein Sohn, der jetzt hoffentlich im nächsten Sommer anfängt mit dem betriebswirtschaftlichen Studium, dass man den vielleicht in die Firma mit reinnimmt. Und dann hätte ich im Prinzip im Leben alles erreicht, was man erreichen kann. Ich habe einen Sohn gezeugt, ich habe einen Baum gepflanzt und ich habe ein Unternehmen weitergegeben. Und das wär's.